3 Liter Carbon Bottle. Servus, schön, dass ihr reinschaut. Alter, was geht denn ab? Anschütz 9015 Sniper. Diana XR200. Weiter auch HW100 Bullpuffer. Sehr grandiosen Test. Servus, schön, dass ihr reinschaut. Ich begrüße euch ganz herzlich wieder zu meinem heutigen Kurzvideo. Heute möchte ich euch das hier vorstellen. Ich bin nicht besonders stark, sondern die ist besonders leicht. Ich stelle euch eine 3 Liter Carbon Bottle vor, die mit 300 Bar füllbar ist. Die Flasche hat natürlich den großen Vorteil, wenn ihr diese zum Tauchshop mitnehmt, um die zu füllen zu lassen, oder wenn ihr sie zum Schießstand mitnehmt, wenn ihr sie zu Hause mit eurem Kompressor gefüllt habt, dass sie unglaublich portabel ist. Sie ist gerade mal knapp über 45 cm lang, wiegt 2,1 Kilo. Ihr könnt die mit 300 Bar Druck füllen, wie gesagt, getestet ist sie mit 450 Bar. Das heißt, wenn ihr mal 2-3 Bar zu viel reinlasst, braucht ihr da keine Angst haben, dass da groß irgendwas passiert. Flasche ist natürlich CE zertifiziert, sie ist nach DIN EN 12245 gefertigt. Die Flasche kommt schon hier oben mit dem Ventil. Ihr könnt hier einfach das Drehrad leicht nach unten ziehen und dann könnt ihr die Luft aufdrehen oder leicht nach unten ziehen und dann könnt ihr das wieder zudrehen. Natürlich bekommt ihr die benötigten Fülladapter auch bei uns auf jabolo.de. Wir haben die direkt im Zubehör bei der Flasche mit eingepflegt. Die Flasche eignet sich also hervorragend für euch zu Hause, um einen Luftvorrat für euer Pressluftgewehr zu haben. Aber sie ist auch noch kompakt genug, um die halt mit auf den Schießstand zu nehmen. Wem die Flasche zu klein ist, wir haben jetzt seit neuestem auch noch eine 9 Liter Carbonflasche, die gerade mal knapp über 5 Kilogramm wiegt. Also die ist auch super portabel und hat wirklich eine ganze Menge Luft. Da könnt ihr euch ganz lang austoben. Wir haben sie aber auch in kleiner. Es gibt sie in 1,1 Liter und 0,5 Liter. Da passt sie ganz gemütlich in den Rucksack oder fast schon in die Hosentasche. Wenn ihr noch Fragen habt oder nicht klarkommt, welche Adapter ihr braucht oder so, kontaktiert mich einfach, ergandi@diabolo.de ist meine E-Mail-Adresse. Ich helfe euch natürlich sehr, sehr gerne weiter. Das soll es für heute gewesen sein. Ganz herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Ciao, servus, sagt der Gandhi.